Ich war mit meiner Mutter in dem Film und habe eigentlich gedacht, oh, so ein paar Sachen hat man doch schon von früher gehört. So wie Butter gemacht wird und sind Sachen auch im Film vorgekommen, die sind mir dann nochmal in Erinnerung gekommen, die mir meine Mutter, die 83 ist, auch schon öfter erzählt hat, ne? Aber es war ein sehr interessanter Film, also. Also ich muss sagen, es hat mich unwahrscheinlich erfreut, was der Herr Ferrang daraus gemacht hat. Ich muss sagen, es sind sehr schöne Aufnahmen, die mich auch an die eigene Kindheit erinnern. Man hat vieles vergessen und der Film hat vieles aufleben lassen. Ich bin kein Einheimischer und ich fand das schon faszinierend, wie die Menschen hier früher gelebt haben. Das war für mich gar nicht präsent. Und der Film hat vieles so zum Leben erweckt. Weil die Leute sich nochmal in die frühere Zeit versetzt gefühlt haben. Weil die Leute heute, weil die Zeit viel zu schnelllebig ist und die Leute, früher war gemütlich, die Gesellschaft war anders. Das findet heute gar nicht mehr alles statt. So in der Art. Mir persönlich an dem Film, den ich geschaut habe, hat mir gefallen, dass ich mich so ein bisschen in meine Jugendzeit zurückversetzt gefühlt habe. Ich bin Jahrgang 1960, komme aus dem landwirtschaftlichen Betrieb, habe vieles noch miterlebt und hätte auch zu dem Film vielleicht das ein oder andere Schmankerl auch noch erzählen können. Und alles, was ich an Utensilien und an Arbeit gesehen habe, das hat mich an meine Kindheit erinnert und das hat mich auch von dem Film unheimlich angetan. Ja, wie ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich kenne irgendwie selber, ich stamme aus dem Bauernhaus, in die Rolle Souverän versetze, wie das früher war. Und ich finde das ausgezeichnet, was da vorgestellt wurde. Ich finde, dass es einfach zu der heutigen Zeit nicht mehr so aktuell ist, von früher was erzählt zu kriegen. Weil diese ganze Geschichte von Großmutter, Großvater, was die ganze Zeit mir auch als Kind noch erzählt worden ist, wie es früher war, eigentlich gar nicht mehr rauskommt. Nur noch andere Sachen dargestellt werden. Und deshalb gerade noch mal eine Möglichkeit war, dies noch mal zu präsentieren und das auch gerade auf den Film zu bringen. Das fand ich halt sehr interessant und denke auch, dass das gerade diese große Interesse bei der Bevölkerung geweckt hat. Sie haben gesehen, 500 Leute waren da, es war voll besetzt und die Leute haben sich an früher erinnert. Nicht nur an die guten Zeiten, auch die schlechten Zeiten. Das war eigentlich nochmal eine Wiederholung ihrer Kindheit. Ich habe mich noch mal in meine Jugend zurückversetzt gefühlt. Bin in der Landwirtschaft groß geworden und da habe ich mich direkt heimisch gefühlt. Für die Jüngeren ist alles so selbstverständlich geworden. Man hat ein Handy, die Wäsche schmeißt man in die Waschmaschine, man kauft ein Brot, schmeißt vieles auch weg. Ich denke mir, dass speziell junge Menschen sich das fast heute gar nicht mehr vorstellen können, wie es einmal war. Die Erzählungen von Großeltern sind teilweise weniger geworden, wie das früher mal war. Weil es gerade bei uns in der Region, gerade auch Gemeinde Freising, die noch sehr ländlich geprägt ist, dieses Landleben, gerade auch die Landwirtschaft, eine große Rolle spielt und viele junge Leute, wie auch ich selber noch teilweise über Großvater in der Landwirtschaft groß geworden bin und auch wissen wollen, in Film dargestellt, wie es war und nicht nur die eigene Vorstellungskraft dazu genutzt wird, sich in die Zeit zurückzuversetzen. Deswegen denke ich, ist das auch für die jungen Leute ganz wichtig, sowas nochmal im Film zu sehen. Und die Kleidung natürlich, ne? Und draußen die Tiere. Also man hat vieles vergessen und durch die liebevolle Art, wie der Film gemacht worden ist, hat er mich auch begeistert. Und ich denke, das ist bei den Jugendlichen genauso angekommen. Und für das Bauernmuseum in Reichert ist es ein wirklicher Werbefilm. Da kann man nur sagen, dass irgendwie sich das positiv für den Ort und für das Bauernhaus auswirkt. Ich denke schon, also für Freisen alleine der Vorspann, das ist sehr ansprechend gewesen. Es ist für die Region Breitscheid. Ich finde, es bringt dem Tourismus sehr viel. Ich möchte das heutige Interview auch gerade dazu nutzen, was die Aktivitäten in unserem südwestdeutschen Bauernhaus betrifft. All diejenigen, die Ideen und Anregungen haben, wie wir dort dieses Bauernmuseum besser in den Vordergrund rücken können. Eingangs hatte ich ja schon mal gesagt, mit so Jazzabend oder Vorleseabend, den bitte ich dich einfach bei mir zu melden. Wir knüpfen dann kurz in Kontakt und dann gucken wir mal, was wir nächstes Jahr an Ideen hier nach vorne bringen können.